Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie wieder erneut recht herzlich gegrüßt zu einer Predigt oder besser einem Bibelstudium der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen eine neue Serie beginnen. Und zwar aufgrund von Bemerkungen, die einige von Ihnen sogar mir gegenüber gemacht haben, mich dazu angeregt haben, dieses Thema einmal näher zu behandeln. Ich habe dieses Thema, oder worum es eigentlich geht, seit über 30 Jahren untersucht und habe auch eine Broschüre in der englischen Sprache geschrieben, die zurzeit noch nicht im Deutschen vorliegt, aber sicherlich irgendwann einmal übersetzt werden wird. Aber ich denke, dass wir so lange nicht warten wollen und wir werden uns heute bereits schon mit diesem Thema befassen. Und wie ich schon sagte, es wird dies eine Serie sein, weil wir können unmöglich alles das, was wichtig ist, in einer Predigt, in einem Bibelstudium untersuchen. Es geht heute um die Welt der Engel. Nun, viele Menschen heute glauben nicht an Engel. Viele Menschen heute glauben noch nicht einmal an Gott, an einen persönlichen Gott. Aber die Bibel hat uns sehr viel über Engel zu sagen. Nun, diejenigen, die an Engel glauben, haben vielfach eine falsche, total falsche Vorstellung von Engeln. Haben sich irgendwelche Dinge da zurechtgelegt oder von anderen Dinge gehört, was angeblich so mit Engeln zusammenhängt. Aber wir wollen uns nicht mit dem befassen, was so die Menschen hervorgebracht haben, sondern wir wollen uns strikt an das halten, was die Bibel sagt. Und wir wollen auch gar nicht versuchen, hier viel herum zu interpretieren, sondern schauen wir uns die Bibelstellen an, die klar und deutlich von Engeln sprechen. Und wenn es um Interpretationen geht, weil manchmal spricht die Bibel ja in Symbolen, dann lassen wir doch die Bibel interpretieren. Und befassen wir uns nicht mit Dingen, die so die menschliche Fantasie hervorgebracht hat. Zunächst möchte ich mit etwas sehr Grundsätzlichem beginnen. Mit sehr grundsätzlichen Fragen, die Sie sich vielleicht schon mal gestellt haben über Engel. Und die erste Frage ist naturgemäß, wo kommen Engel eigentlich her? Haben die immer schon existiert? Sind die erschaffen worden? Hat Gott sie erschaffen? Und wenn er sie erschaffen hat, zu welchem Zweck? Nun, auf den Zweck werde ich in einer weiteren Serie oder einer weiteren Folge dieser Serie eingehen. Aber schauen wir uns an, dass die Bibel uns klar sagt, dass Gott die Engel erschaffen hat. Engel sind erschaffene Wesen, aber sie sind Geistwesen, sie bestehen aus Geist. Deswegen können Sie und ich Engel nicht sehen, es sei denn, sie manifestieren sich in irgendeiner Weise. In Psalm 148, lesen wir zunächst einmal die Verse 1 und 2. Und wie gesagt, lesen wir die Stellen so, wie sie hier geschrieben sind, ohne jetzt zu versuchen, da herum zu interpretieren und herum zu basteln. Psalm 148, angefangen Vers 1. Da heißt es, Halleluja, lobet im Himmel den Herrn, lobet ihn in der Höhe, lobet ihn alle seine Engel, lobet ihn all sein Heer. Und nun lesen wir Vers 5. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Also die Bibel ist sehr klar, dass Gott die Engel erschaffen hat. Und nicht nur das. Die Bibel ist auch sehr klar, dass Gott der Vater die Engel durch Jesus Christus erschaffen hat. Nun, die meisten wissen heute nicht, dass Jesus Christus der Gott des Alten Testamentes war, dass Christus schon ewig existiert hat als ein Gottwesen. Aber er war immer unter dem Vater. Es gibt da eine Hierarchie in der Gottfamilie. Und wie wir noch sehen werden, gibt es auch eine Hierarchie innerhalb der Engelwelt. Schauen wir uns Kolosser Kapitel 1 an. Kolosser Kapitel 1. Und lesen wir, was wiederum die Bibel über die Erschaffung der Engel sagt. Kolosser Kapitel 1. Und lesen wir, angefangen in Vers 15, um den Zusammenhang zu sehen, aber hauptsächlich geht es hier jetzt um Vers 16. Er, Jesus Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm, Vers 16, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und dann noch Vers 12 oder Vers 17, und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Also hier sehen wir, dass Jesus Christus alles erschaffen hat, ob es jetzt dem menschlichen Auge sichtbar ist,
oder ob es dem menschlichen Auge unsichtbar ist. Mit anderen Worten, die Engelwelt ist von Christus erschaffen worden. Aber die Engel sind als Geistwesen erschaffen worden, nicht als physische Wesen, die sterben können. Die Engel sind erschaffen worden in einem Zustand, dass sie nicht sterben können. Sie sind als eine unsterbliche Gattung sozusagen erschaffen worden. Und die Bibel macht das auch sehr klar und deutlich in Lukas Kapitel 20. Lukas Kapitel 20. Und lesen wir in Vers 36, es geht hier um Menschen, die aber dann in der Auferstehung zu Geistwesen verwandelt werden. Und in dem Zustand des Geistwesens sind sie in diesem Sinne den Engeln ähnlich oder gleich, indem dass sie nicht mehr sterben können. Und so lesen wir hier in Lukas Kapitel 20 und Vers 36. Denn sie, also diejenigen, die auferstehen, die verwandelt werden zu Geistwesen, sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich, in diesem Sinne, und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Also Engel sind als unsterbliche Geistwesen erschaffen worden. Schauen wir uns dies auch in 2. Korinther an. 2. Korinther. Kapitel 4. Die Rede ist wiederum von uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Schauen Sie, unser Potenzial, ein Geistwesen zu werden, ist ja noch nicht etwas, was wir heute bereits sehen können in diesem wahren Sinne. Aber wir werden einmal Geistwesen sein, wie Gott ein Geistwesen ist. Und Gott ist unsichtbar unseren menschlichen Augen gegenüber, es sei denn, er manifestiert sich. Und so wird hier Folgendes dann noch gesagt. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, und das schließt natürlich die Engelwelt mit ein, das ist ewig. Das ist unvergänglich. Ich spreche jetzt ein wenig über etwas, was ich nur andeutungsweise hier erwähnen will, und zwar ist das das Schicksal von Satan, dem Teufel. Da werden wir noch drauf zu sprechen kommen. Aber einige meinen, ja, Satan, der kann natürlich von Gott vernichtet werden. Nun, die Bibel sagt das keineswegs. Denn auch Satan, wie wir noch sehen werden, war ein Engelwesen, das erschaffen wurde, der sich aber dann gegen Gott aufgelehnt hat, aber er ist ein unsterbliches Engelwesen. Und obwohl er jetzt eben Satan ist, ist er nach wie vor ein unsterbliches Geistwesen und kann von daher nicht sterben. Viel mehr wird gesagt über die Welt der Engel. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 22 wird auch mit einem Irrtum aufgeräumt, wenn wir nur uns das anschauen wollen, was hier so geschrieben steht, ohne wiederum anzufangen zu interpretieren. In Matthäus Kapitel 22 und Vers 30. Nicht nur werden wir in der Auferstehung den Engeln insoweit gleich sein, dass wir nicht mehr sterben können. Hier wird noch ein weiterer Aspekt der Engelwelt beschrieben. Matthäus 22 und Vers 30. Denn in der Auferstehung werden sie weder heiraten, noch sich heiraten lassen, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Also die Engelwelt kennt keine physische Heirat. Nun, wir wissen, wie wir das in der letzten Predigt gesehen haben, dass im symbolischen, analogen Hinblick eine Ehe stattfinden wird zwischen Jesus Christus und seiner Kirche. Aber das ist natürlich eine symbolische Redeweise. Es ist keine physische Heirat in diesem Sinne, weil eben eine physische sexuelle Betätigung unter Engeln nicht möglich ist. Und von daher ist diese Idee, die man so manchmal hört, dass damals im ersten Buch Mose wird davon gesprochen, angeblich Engelwesen sexuellen Verkehr gehabt haben sollen mit Menschen und dass daraus dann irgendwie die Riesen entstanden seien, ist Unfug. Weil nämlich Engelwesen, ob es jetzt die heiligen Engel sind oder gefallene Engel, keinen sexuellen Verkehr haben können mit Menschen. Also hier lesen wir deutlich, Engel heiraten nicht, Engel können nicht heiraten. Und wenn wir in der Auferstehung sind, können wir auch in diesem Sinne keine physische Ehe mehr eingehen. Aber was Gott für uns vorbereitet hat, ist so viel bedeutender, so viel großartiger als eine physische Ehe, sodass wir uns nicht irgendwie
jetzt da traurig sein müssen und zu meinen, uns fehlt dann etwas. Es wird uns keineswegs etwas fehlen. Wir lesen aber auch, dass Engel, obwohl sie Geisteswesen sind, Freude daran haben zu essen, physisches zu essen. Nun, auch das ist vielleicht erstaunlich. Sicherlich brauchen sie nicht zu essen, als Geistwesen braucht man keine Nahrung zu sich zu nehmen. Aber wir lesen wiederholt in der Bibel, dass Engel Nahrung zu sich genommen haben. Zum Beispiel lesen wir eine interessante Stelle in Psalm 78. Psalm 78, die Verse 24 und 25. Psalm 78, die Verse 24 und 25. Es geht hier um das Volk Israel in der Wüste. Angefangen in Vers 23 wiederum, um den Zusammenhang zu sehen. Und er, Gott, gebot den Wolken droben und tat auf die Türen des Himmels, Vers 24, und ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Hier dieses berühmte Manna, was damals die Israeliten für 40 Jahre in der Wüste gegessen haben, wird hier Himmelsbrot genannt. Und nicht nur das. Lesen wir im nächsten Vers, Vers 25, Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Auch von daher ist es sinnlos herausfinden zu wollen, was das Manna heute so sein mag und gewesen sein mag. Nein, es war dies eine übernatürliche Erscheinung. Gott gab den Israeliten damals Brot der Engel zu essen. Speise, die Engel im Himmel zu sich nehmen. So merkwürdig das vielleicht für einige auch klingen mag. Engel nehmen Speise zu sich. Nicht, weil sie es müssten, aber weil sie scheinbar daran Gefallen finden. Und wir lesen auch, dass zur Zeit von Abraham Engel kamen, zusammen mit Jesus Christus, und in der Gegenwart von Abraham Speise, physische Speise, zu sich nahmen. Lesen wir dies in 1. Buch Mose, Kapitel 18. 1. Buch Mose, Kapitel 18. Und angefangen in Vers 1. 1. Buch Mose, Kapitel 18, angefangen in Vers 1. Und der Herr, hier eine Bezeichnung auf Jesus Christus hindeutend, weil nämlich Jesus nachher selbst gesagt hat, dass niemand Gott den Vater je gesehen hat. Aber hier hat sich Christus manifestiert. Und der Herr erschien ihm, Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Vers 2. Und als er seine Augen aufhob, sah, da standen drei Männer vor ihm. Der Herr und zwei andere Männer. Und als er sie sah, der lief er ihnen entgegen vor die Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Und er sprach, Herr, habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? So gehe nicht an deinem Knecht vorüber. Man soll euch ein wenig Wasser bringen, eure Füße zu waschen, und lasst euch nieder unter dem Baum. Und ich will euch einen Bissen Brot bringen, dass ihr euer Herz labet, danach mögt ihr weiterziehen. Denn darum seid ihr bei eurem Knecht vorübergekommen. Sie sprachen, tu, was du gesagt hast. Und Abraham eilte in das Zelt zu Sarah und sprach, eile und menge drei Maß feinstes Mehl, knete und backe Kuchen. Er aber lief zu den Rindern und holte ein zartes, gutes Kalb und gab's dem Knechte, der eilte und bereitete es zu. Und er trug Butter und Milch auf und von dem Kalbe, das er zubereitet hatte, und setzte es ihnen vor und blieb stehen vor ihnen unter dem Baum und sie aßen. Auch hier nebenbei bemerkt, lesen wir, dass Abraham ihnen Fleisch gegeben hat und Milch. Heute meinen einige Juden, man dürfe kein Fleisch und keine Milch zusammen zu sich nehmen. Hier ist eine Stelle, die uns deutlich macht, dass dies eine verkehrte Vorstellung ist. Aber wer waren jetzt diese beiden Männer? Der Herr hatte sich hier manifestiert in leiblicher Gestalt, aber wer waren die beiden Männer? Nun lesen wir weiter in Kapitel 19 und Vers 1. Die zwei Engel kamen nach Sodom am Abend. Lot aber saß zu Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, da stand er auf, ging ihnen entgegen und neigte sich bis zur Erde, und dann nötigte er sie, bei sich einzukehren. Die im Engel erscheinen hier auch wiederum als Menschen, die sehen so aus wie Menschen, wie Männer. Aber hier sehen wir, dass sowohl Jesus Christus als auch diese beiden Engel, die also als Männer erschienen, Nahrung zu sich nahmen. Es ist also durchaus möglich, dass dies der Fall ist. Nun, Jesus sagt ja auch selber, dass er das Passa, Brot und Wein, mit den Jüngern im Reich Gottes zu sich nehmen wird. Nun, Engel sind weitaus stärker, weitaus mächtiger als wir physischen Menschen.
die sind in weitaus stärkerer und mächtigerer Weise erschaffen worden. Und die Bibel zeigt uns dies deutlich in 2. Petrus Kapitel 2. 2. Petrus Kapitel 2. Und lesen wir angefangen in Vers 9. Das ist eigentlich alles so Grundwissen, was ich hier heute von mir gebe, aber ich denke, es ist wichtig, dies einmal anhand der Bibel zu sehen und sich nicht auf Dinge einzulassen, die eben außerhalb der Bibel geschrieben worden sind. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Da lesen wir, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichtes, um sie zu strafen, Vers 10, am meisten aber die, die nach dem Fleisch leben in unreiner Begierde und jede Herrschaft verachten, frech und eigensinnig, schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wo doch die Engel die größere Stärke und Macht haben als die Menschen, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen. Also hier werden Engel erwähnt, die größere Macht und Stärke haben als die Menschen. Und obwohl sie sie haben, bringen sie kein Verdammungsurteil vor Gott im Hinblick auf andere Engel. Aber diese Menschen hier tun es, und wenn wir heute noch dazu kommen, werden wir auch sehen, dass es eine Persönlichkeit geben wird in der Zukunft, die sich auch nicht davor zurückschreckt, die Engel im Himmel zu lästern. Aber obwohl sie mächtiger sind als Menschen, haben sie nicht das gleiche Wissen wie Gott. Sie sind nicht so erschaffen worden, dass sie das gleiche Wissen hätten, das Gott hat. Und auch das wird deutlich in der Bibel bestätigt, zum Beispiel in 1. Petrus Kapitel 1 und in Vers 12. Und interessant ist, dass Gott den Menschen, denen, die er auserwählt hat, Wissen gibt, das die Engel nicht haben. Schauen Sie, der Mensch bekommt dieses Wissen von Gott, er kann sich das selbst auch nicht erarbeiten, aber Gott, der allwissend ist, gibt dem Menschen Wissen, das sogar größer ist als das, was die Engel haben. Schauen wir uns dies an in 1. Petrus Kapitel 1 und Vers 12. Es geht hier um die Propheten des Alten Testamentes. Das heißt, ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Schauen Sie, die Engel wissen, dass sie gewisses Wissen nicht haben, und sie haben aber jetzt diesen Drang, diese Begierde sozusagen, aber im positiven Sinne natürlich, das besser verstehen zu können. In Epheser Kapitel 3 wird uns sogar noch etwas weiteres im Hinblick hierauf gesagt. Epheser Kapitel 3 und Vers 10. Epheser Kapitel 3 und Vers 10. Auch hier geht es darum, dass Gott Weisheit und Wissen offenbart. Und er sagt jetzt Folgendes in Vers 10. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Mit anderen Worten, Gott gibt Weisheit und Wissen seiner Kirche, die dann dieses Wissen verkündigt, sodass sogar auch die Engel dieses Wissen dann lernen können. Auch das ist etwas, was unserem menschlichen Verstand vielleicht nicht so in den Sinn kommen würde. Und gleichwohl sagt die Bibel deutlich, dass Engel nicht das gleiche Wissen haben wie Gott und dass Gott sogar Wissen seiner Kirche übergibt, die dann dieses Wissen weitergibt, sodass sogar auch die Engel dieses Wissen erhalten können. Nun, wie viele Engel existieren? Auch das ist eine sehr interessante Frage. Und die Antwort ist, wir wissen es nicht. Die Bibel offenbart es uns nicht. Aber sie offenbart uns etwas im Hinblick auf die Anzahl von Engeln. Schauen wir uns Offenbarung Kapitel 5 an. Offenbarung Kapitel 5. Und in Vers 11. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 11. Eine Vision, die Johannes hatte. Er sieht hier den Thron Gottes im Himmel. Und er sieht aber noch mehr. Er sieht die Himmelwelt aufgetan sozusagen. Und es heißt, und ich sah, und ich hörte eine Stimme vieler Engel um den Thron und um die Gestalten und um die Ältesten her. Und darauf werden wir noch eingehen, wer diese Gestalten und diese Ältesten sind. Und ihre Zahl war viel tausendmal tausend.
viel, tausendmal tausend. Eine sehr vage Beschreibung, die aber doch deutlich macht, dass es sehr, sehr viele Engel gibt. Aber eine weitere Stelle findet sich in Hebräerbrief Kapitel 12. Und da wird es noch deutlicher, dass die Zahl der Engelwesen enorm ist. Absolut unfassbar. Hebräer Kapitel 12 und Vers 22. Hier sagt Paulus: Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zu der Versammlung. Zu den vielen tausend Engeln. Nun, im Griechischen ist das Wort für viele tausend Anarithmetos. Anarithmetos. Und das bedeutet wörtlich ohne Zahl oder unzählbar. Nicht, dass Gott, denn er hat letztlich ja die Engel erschaffen, sie nicht zählen könnte, aber für den Menschen ist es eine unzählbare Zahl von Engeln. Mit anderen Worten, wenn der Mensch also all diese Engel sehen würden, einer Vision, wie das auch hier Johannes tat, der könnte die unmöglich zählen. Und so schreibt auch die Elberfelder Übersetzung: Ihr seid gekommen zu der unzählbaren Engelschar. Und die Anmerkung ist hier, dass man dies mit Myriaden übersetzt werden kann. Und das heißt hier unzählige Tausende. Also die Idee ist klar die, dass es eine gewaltige Anzahl von Engelwesen gibt. Und wie gesagt, natürlich sind sie erschaffen worden zu einem Zweck. Wir müssen auch verstehen, dass Engel Gefühle haben. Engel sind keine Roboter, die so gefühllos durch die Gegend herumwandern. Die haben Gefühle. Das sind Wesen, die mit Gefühlen erschaffen worden sind. Schauen wir uns dies einmal im Buch Hiob an, im 38. Kapitel. Hiob 38. Denn hier wird etwas gesagt über die Zeit, als Gott die Erde erschaffen hat. Nun, Engel wurden lange vor der physischen Welt erschaffen. Die waren bereits schon da, die existierten bereits, als die physische Welt, der physische Himmel, das physische Universum und die physische Erde erschaffen wurden. Und so lesen wir hier in Hiob Kapitel 38 und in Vers 6, angefangen in Vers 6, weil Gott fragt hier diesem selbstgerechten Hiob so einige interessante Fragen. Er sagt: Worauf sind die Pfeiler eingesenkt, die Pfeiler der Erde? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Vers 7. Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. Eine Bezeichnung hier, wie wir noch sehen werden, auf Engel und hochrangige Engel. Aber die jauchzten vor Freude, die lobten Gott vor Freude, als sie die herrliche Erde sahen, die Gott erschaffen hatte. Denn die Erde war ja nicht in einem Zustand der Verwüstung erschaffen worden. Sie war in einem herrlichen Zustand erschaffen worden. Aber etwas geschah, das dann die Erde in einen Zustand der Verwüstung versetzte, sodass Gott dann die Oberfläche der Erde erneuern musste. Wir lesen auch eine weitere Stelle im Neuen Testament, die von Emotionen und von Freude der Engel spricht. Lukas Kapitel 15. Lukas Kapitel 15. Und lesen wir Vers 10. Lukas Kapitel 15 und Vers 10. Christus spricht hier über jemanden, der bereut, der sich zu Gott bekehrt, der den richtigen Lebensweg einschlägt, der diese Welt der Verunsicherung im geistlichen Sinne verlässt und sich Gott zuwendet. Und er sagt hier in Kapitel 15 und Vers 10, so sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut, oder besser, der bereut, der sich bekehrt, der umkehrt. Die Engel Gottes, die freuen sich, wenn jemand bereut. Und der Zusammenhang ist natürlich der, Christus sagt, wie viel mehr sollten wir uns auch freuen dann, wenn wir einen Menschen sehen, vor allen Dingen jemanden, der uns vielleicht lieb ist, einen Verwandten, aber überhaupt jemanden, der bereut und der dann den richtigen Weg einschlägt. Nun, Engel haben auch ihre eigene Sprache. Auch das ist vielleicht verwunderlich für einige. Aber Engel haben ihre eigene Sprache. Wir lesen dies im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel. 1. Korinther, Kapitel 13 und Vers 1. Hier sagt nämlich Paulus etwas sehr Bedeutsames, was allerdings viele heute
die in Zungen reden wollen, in Anführungszeichen, total missverstehen und die sich da auf sehr gefährliche Bahnen leiten lassen. Aber er sagt hier in 1. Korinther 13 und Vers 1, wenn ich mit Menschen und mit Engel Zungen redete. Und das Wort für Zunge bedeutet eigentlich immer Sprache. Mit anderen Worten, wenn ich also in der Sprache von Menschen spreche und in der Sprache von Engeln und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also die wichtige Aussage ist natürlich die, dass man Gottes Liebe haben muss. Alles das andere, was man so haben kann, ist unerheblich im Vergleich zu mangelnder Liebe, die uns von Gott geschenkt werden muss. Aber schauen Sie sich hier deutlich an, was gesagt wird. Es geht hier um Sprachen von Engeln. Nun, wenn Engel eine Sprache haben, dann haben Dämonen auch eine Sprache. Und wenn diejenigen, die Kontakt aufnehmen wollen mit der Geisteswelten, auf einmal anfangen, in anderen Sprachen zu sprechen, ich kann Ihnen hier ganz dogmatisch sagen, handelt es sich hierbei nicht um Sprachen von Gottes heiligen Engeln. Deswegen sagte ich, es ist sehr, sehr gefährlich, sich auf eine solche Art von Verständigung einzulassen. Und wie wir noch sehen werden, warnt die Bibel uns eindeutig davor, dies zu tun. Nun, Engel haben auch Namen. Wir wissen auch, dass Dämonen Namen haben. Aber Gottes heilige Engel haben Namen. Die haben nicht nur Gefühle, die haben nicht nur Emotionen, die haben nicht nur eigene Sprachen, die haben auch eigene individuelle Namen. Und Gott kennt alle ihre Namen, natürlich, denn letztendlich hat er sie ja erschaffen. Aber schauen Sie, die Bibel offenbart uns gegenüber nur zwei Namen. Nur zwei Engeln mit Namen. Alles andere, was Sie so gehört haben mögen, ist Tradition, ist menschliche Überlegung. Aber in der Bibel werden nur zwei Engel erwähnt, die Namen haben. Und zwar sind das die Engel Michael und Gabriel. Und dann wird noch ein dritter Engel erwähnt, der allerdings kein heiliger Engel mehr ist heute. Aber der hieß einmal Luzifer, der Lichtbringer. Aber er wurde, wie wir das vielleicht wissen und wie wir noch sehen werden, zu dem Feind Gottes, zu dem Satan, dem Teufel. Aber das sind die einzigen drei Namen, die auf Engel und jetzt auch auf gefallene Engel Anwendung finden. Michael und Gabriel und dann auch Luzifer. Aber es scheint so, dass alle anderen Engel auch Namen haben, nur werden die uns nicht hier erwähnt. Aber schauen wir uns Hebräer Kapitel 1 an. Hebräer Kapitel 1 und Vers 4. Ich weiß, einige sagen, ja, es gibt aber noch den Engel Raphael und den Engel dies und das. Aber wie gesagt, diese Namen finden sich nicht in den inspirierten Texten der Bibel. Hebräer Kapitel 1 und Vers 4. Hier wird von Jesus Christus gesprochen. Und es wird gesagt, er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Und viele Stellen sprechen hier von dem Namen der Engel. In Epheser Kapitel 1 zum Beispiel lesen wir Vers 21. Epheser Kapitel 1 und in Vers 21. Auch hier wiederum wird von Jesus Christus gesprochen. Er wurde eingesetzt zur Rechten Gottes im Himmel, Vers 21, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Auch wir werden natürlich einen Namen haben, wenn wir im Reich Gottes sein werden. Einen neuen Namen werden wir haben. Es wird uns ein neuer Name gegeben werden. Aber Jesus Christus wird immer über uns stehen. Wir werden niemals auf der gleichen Stufe stehen wie Christus, wie auch Christus nicht auf der gleichen Stufe in diesem Sinne, wenn es um Autorität geht, steht wie Gott der Vater. Gott der Vater wird immer der Höchste sein in der Gottfamilie, gefolgt von Jesus Christus, gefolgt von denen, die dann Einlass finden in die Familie Gottes. Wir können uns auch eine weitere Stelle noch anschauen in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und in Vers 9. Philipper Kapitel 2 und Vers 9, darum hat ihn, Jesus Christus, auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Aber wie wir auch noch in anderen Stellen nachher noch sehen werden, scheint es so, dass jeder Engel einen Namen hat und Gott kennt diese Namen und er ruft diese Engel dann auch bei ihrem Namen. Nun, eine weitere falsche Vorstellung ist vielleicht die, dass man denkt, die Engel Gottes, die sind immer im Himmel. Also da sind die laufen und
Die werden auch immer dort sein und die können nicht irgendwie den Himmel verlassen. Das ist keineswegs das, was die Bibel sagt. Nun, es ist schon richtig, dass wir in Offenbarung Kapitel 7 eine interessante Stelle finden, wo alle Engel scheinbar vor Gott im Himmel versammelt sind. Offenbarung Kapitel 7 und in Vers 11. Offenbarung Kapitel 7 und Vers 11. Da heißt es, alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Also hier sieht Johannes in dieser Vision scheinbar alle Engel vor Gott versammelt. Aber das heißt nicht, dass die immer dort sind. Wir finden eine interessante andere Vision im ersten Buch Mose im Alten Testament. Und zwar im ersten Buch Mose Kapitel 28. Es war dies ein Traum, aber es war dies eine Vision mehr oder weniger. Es war dies kein Traum, der keine Bedeutung hatte. Hier Jakob hat nämlich einen sehr interessanten Traum geträumt. In 1. Mose Kapitel 28, angefangen Vers 12. 1. Mose 28, angefangen in Vers 12. Und ihm träumte, und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen daran auf und nieder. Und der Herr stand oben darauf und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und Isaaks Gott. Das Land, darauf du liegst, will ich dir und deine Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden, und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen und Osten, Norden und Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Eine sehr interessante Prophezeiung, die sich natürlich nicht auf die Juden beziehen kann. Das würde auf die ja gar nicht zutreffen. Es bezieht sich dies auf das Haus Israel. Und man muss natürlich wissen, wer heute das Haus Israel ist. Denn diese Prophezeiung ist wahr geworden. Aber es gibt auch noch weitere Aspekte, die noch wahr werden in der Zukunft. Vers 15, und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Vers 16, und als nun Jakob von seinem Schlaf aufwachte, da sprach er, fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich und sprach, wie heilig ist diese Stätte, hier ist nichts anderes als Gottes Haus und hier ist die Pforte des Himmels. Aber wir sehen in dieser Vision, in diesem Traum, dass die Engel vom Himmel zur Erde kommen und dann wieder zurückgehen in den Himmel. Die sind also nicht immer im Himmel. Und Jesus Christus hat dies bestätigt. Im Johannesevangelium oder im Bericht des Johannes lesen wir im ersten Kapitel, und in Vers 51, was Jesus Christus über die Engel Gottes sagt. Johannes Kapitel 1 und in Vers 51. Und er sprach zu ihm, Christus spricht hier zu Philippus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, und er spricht jetzt also alle Jünger an, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über den Menschensohn. Und wir lesen natürlich ja auch, dass als damals Christus für 40 Tage und Nächte in der Wüste war, gefastet hat, versucht wurde vom Teufel, dass dann die Engel kamen und ihm dienten. Und wir lesen auch und haben bereits gelesen, dass damals Christus vor seiner Geburt als Mensch mit zwei Engeln dem Abraham erschienen ist. Und so lesen wir also, dass die Engel durchaus hier auf Erden sein können, sich manchmal sogar manifestieren können, hier auf Erden, und wie uns der Hebräerbrief sagt, und das werden wir auch noch lesen, manchmal uns begegnen können, ohne dass wir überhaupt wissen, dass es Engel sind. Aber hier ist eine Gefahr vorhanden. Man soll, wie wir dies auch in der Bibel lesen, sehr sich davor hüten, Kontakt mit Engeln aufnehmen zu wollen. Denn viele haben dies getan und haben dann Kontakt mit der falschen Kategorie von Engeln aufgenommen. Wenn Gott einen Engel zuschickt, dann ist das aufgrund von Gottes Willen geschehen. Wir sollten uns sehr davor hüten, in Anführungszeichen Engelzungen reden zu wollen oder Kontakt aufzunehmen zur Geisteswelt. Nun, es gibt verschiedene Rangordnungen von Engeln. Und auch das wird in der Bibel deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir hatten bereits im Kolosserbrief im ersten Kapitel in Vers 16 von Thronen gelesen und Herrschaften gelesen.
und Mächten und Gewalten. Und wie uns Kommentare sagen, dies sind alles Bezeichnungen für verschiedene Kategorien von Engeln. Schauen wir uns Epheser Kapitel 1 an. Epheser Kapitel 1 und die Verse 20 und 21. Epheser Kapitel 1, die Verse 20 und 21. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, Vers 21, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat. Alle diese Bezeichnungen hier deuten auf Rangordnungen innerhalb der Engelwelt hin. In Epheser Kapitel 3 und Vers 10 wird wiederum von Mächten und Gewalten gesprochen. Und auch in 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 22 lesen wir eine Andeutung im Hinblick auf diese Rangordnung. 1. Petrus Kapitel 3 und in Vers 22. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 22. Auch hier heißt es wieder, Christus ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Hier wird also über drei Kategorien von Engeln gesprochen. Die Engel, die Gewaltigen und die Mächte. Die Zürcher Bibel schreibt auch in der Anmerkung, dass es sich hierbei um Rangordnungen innerhalb der Engelwelt handelt. Und auch die Ryrie Study Bible schreibt, dass es hier um verschiedene Rangordnungen von Engeln geht. Und das ist auch etwas, was die Rabbiner immer schon so gelehrt und verstanden haben. Die Engel haben verschiedene Rangordnungen. Die Engelwelt ist eine hierarchische Welt. Und die Engel haben damit auch verschiedene Kraft und Macht und Herrlichkeit. Nun, sie alle sind herrlich und machtvoll und kräftig, aber eben nicht im gleichen Umfange, im gleichen Maße. Schauen wir uns zum Beispiel einige Andeutungen hierauf an in Offenbarung Kapitel 5. Offenbarung Kapitel 5 und Vers 2. Da sieht nämlich Johannes in einer Vision, wie es heißt, einen starken Engel. Und er rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und keiner natürlich, der Engel war würdig, dies zu tun. Und Jesus Christus war würdig, dieses Buch mit den sieben Siegeln aufzutun. Aber es geht hier um einen starken Engel. Es wird dies ausdrücklich hier zum Ausdruck gebracht. Und so finden wir viele Bemerkungen im Hinblick auf die verschiedene Stärke der Engel. In Offenbarung Kapitel 10, Offenbarung Kapitel 10 und Vers 1. Ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet und der Regenbogen aus seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Also Johannes sieht das auch in einer Vision, aber hier sieht er einen sehr starken Engel mit sehr großer Herrlichkeit, der hier erscheint. Und so lesen wir eine weitere Stelle im 18. Kapitel im Buch der Offenbarung und Vers 21. Offenbarung 18 und Vers 21. Auch hier, und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon. Es geht ja nicht um das alte Babylon des Alten Testamentes, es geht um eine neue Stadt. Eine Stadt, die uns sehr bekannt ist, eine Stadt, die auf sieben Hügeln erbaut ist, wie uns Offenbarung 17 sagt. Diese Stadt wird zerstört werden durch einen starken Engel. Und das heißt hier, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Zumindest heißt es hier, dass der Engel da eine gewisse Position, eine Funktion hat im Hinblick auf die Zerstörung des modernen Babylon. In Offenbarung Kapitel 18 und Vers 1 lesen wir wiederum über einen sehr starken Engel. Es heißt hier, danach sah ich einen anderen Engel niederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Also wenn wir Engel in ihrer wahren Gestalt sehen könnten, in ihrem verherrlichten Zustand, wie das hier Johannes in einer Vision tat, dann würden wir ganz andere Vorstellungen haben von Engeln, nicht von diesen pausbäckigen kleinen Babys, die da herumfliegen auf solchen Gemälden. Eine unglaubliche Verunglimpfung und Verlästerung der wahren Gestalt von Engeln.
Es gibt Stellen, die andeuten, dass gewissen Engeln gewisse Macht in gewisser Hinsicht gegeben wird. Zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 14 und in Vers 18. Offenbarung Kapitel 14 und Vers 18. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer. Und er rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Also hier wird ausdrücklich gesagt, dass dieser Engel Macht hatte über das Feuer. Nun, wir finden eine weitere Stelle in Offenbarung Kapitel 16 und in Vers 5. Da heißt es nämlich: Ich hörte den Engel der Wasser sagen: Gerecht bist du, der du bist und der du warst, du Heiliger, dass du dieses Urteil gesprochen hast, denn sie haben das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, sie sind es wert. Es geht hier darum, dass also viele der Wasser, der Gewässer, zu Blut verwandelt werden, wie das auch im Alten Testament unter Mose geschehen ist. Aber es geht hier um den Engel der Wasser, also scheinbar auch hier eine deutliche Beziehung der Macht, die dieser Engel über das Wasser hat. Ich möchte nun kurz beginnen, Ihnen die Kategorien der Engel einmal, wie sie in der Bibel beschrieben sind, aufzuzeichnen. Da wird zunächst einmal von Erzengeln gesprochen. Nun, das Wort Erz, laut der Elberfelder Übersetzung, heißt so viel wie Erster oder Rang Höchster. Also ein Erzengel ist ein Engel, der zu den Ersten oder Rang Höchsten der Engel gehört. Es kann auch mit der Hauptbote übersetzt werden. Nun wussten Sie, dass es nur einen Engel gibt in der Bibel, der namentlich erwähnt wird und als ein Erzengel beschrieben wird. Und dieser Engel ist kein anderer als Michael. Und das Wort für Michael bedeutet: Wer ist wie Gott? Oder andere sagen auch: Wer ist so stark wie Gott? Im Judasbericht, im Brief des Judas, wird Michael ausdrücklich als ein Erzengel bezeichnet, und zwar in Vers 9. Judas hat ja nur ein Kapitel. Also in Vers 9 lesen wir: Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose. Scheinbar ging es darum, dass der Mose, oder vielmehr, dass Satan den Ort, wo Mose beerdigt worden war, preisgeben wollte, aber Gott wollte das geheim halten, weil er wusste, dass sonst die Israeliten vielleicht anfangen würden, ihn da zu verherrlichen. Und da ging es also scheinbar um diesen Streit. Auf alle Fälle heißt es: Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, und wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Scheinbar, weil beide Engel Fürsten hier den gleichen Rang haben, obwohl natürlich Luzifer, der zu Satan wurde, jetzt irgendwie zu der gefallenen Engelwelt gehört. Aber hier wird also ausdrücklich Michael als ein Erzengel beschrieben. Aber er ist scheinbar nicht der Einzige. Denn schauen wir uns einmal an, was hier in Daniel Kapitel 10 geschrieben steht. Daniel Kapitel 10 und in Vers 13. Daniel Kapitel 10 und Vers 13. Es geht hier um den Engelfürsten des Königreiches Persien, der, wie wir noch sehen werden, in weiteren Folgen dieser Serie ein Dämon ist, ein sehr mächtiger Dämon. Es heißt aber: Der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir, und die Rede ist hier von Gabriel, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen werden, hat mir 21 Tage widerstanden. Die hatten also scheinbar auch die gleiche Macht, die gleiche Kraft. Und siehe, Michael, einer der Ersten unter den Engelfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs Persien. Also hier wird Michael, der ja nun als Erzengel identifiziert wird, als einer der Ersten beschrieben. Andeuten, dass es eben noch mehr Erzengel gibt als nur Michael. Er wird auch in Kapitel 12 und in Vers 1 wie folgt beschrieben. Daniel Kapitel 12 und Vers 1. Zu jener Zeit, und es geht hier um den Beginn der großen Trübsal, eine schreckliche Zeit, von der Christus sagte, dass es noch niemals eine solche Zeit gegeben hat und auch niemals wieder werden wird.
wie diese große Trübsal, die noch kommen wird, die, wie ich meine, uns unmittelbar bevorsteht. Das heißt, hier zu dieser Zeit oder zu jener Zeit wird Michael der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Es geht hier um den Schutz der wahren Christen. Es geht hier um Michael, diesen großen Engelfürsten, der aber, wie gesagt, einer der Ersten ist. Er ist natürlich auch der Fürst oder der Herrscher, will ich einmal sagen, über andere Engel. In Offenbarung Kapitel 12 wird dies deutlich gemacht. Auch hier wiederum wird die Hierarchie innerhalb der Engelwelt beschrieben. Offenbarung Kapitel 12 und Vers 7. Es entbrannte ein Kampf im Himmel. Auch dies geht um den Zeitpunkt kurz vor der Wiederkunft Jesu Christi. Es geht hier um den Zeitpunkt kurz vor dem Beginn der großen Trübsal, die laut Bibel 3,5 Jahre oder vielleicht sogar etwas weniger währen wird. Wenn das geschieht, heißt es hier, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Eine Bezeichnung für Satan, den Teufel. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und da wird davon gesprochen, dass dann der Drache und seine Engel herausgestoßen werden aus dem Himmel, in den sie wiederum eindringen wollten, und zurückgeworfen werden auf die Erde. Aber schauen Sie, wie das hier formuliert wird. Also hier wird der große Engelfürst Michael erwähnt, der mit seinen Engeln gegen den ehemaligen Luzifer, der jetzt zu Satan wurde, kämpfen wird mit dessen Engeln. Also auch Satan ist der Herrscher über die Dämonenwelt. Und so gibt es sogar auch dort eine Hierarchie. Aber alles das ist natürlich gegen Gott gerichtet, wenn es sich hier um Satan und seine Dämonen dreht. Ein weiterer Engel, der namentlich erwähnt wird, wie ich schon sagte, ist der Engel Gabriel. Nun, die Bibel sagt uns nirgendwo, dass er ein Erzengel ist. Nach der Tradition ist er zwar einer, aber wenn man jetzt uns lediglich auf die Bibel konzentrieren will, dann wird es nicht klar und deutlich so gesagt. Der Name Gabriel bedeutet, Gott ist mächtig. Nun, die Bibel beschreibt uns nirgendwo ausdrücklich, wie Michael aussieht. Aber sie gibt uns einige Hinweise darauf, wie Gabriel aussieht, zumindest wie er erscheint. In Daniel Kapitel 8. Daniel Kapitel 8. Und Vers 15. Daniel Kapitel 8. Und Vers 15. Da heißt es, als ich Daniel dies Gesicht sah, also auch Daniel hatte hier eine Vision, und es gerne verstanden hätte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Aber wie wir noch sehen werden in weiteren Folgen, nicht unbedingt wie ein gewöhnlicher Mann. Aber der sieht aus wie ein Mann. Nun, wer ist dies? In Kapitel 9 und Vers 21 wird er identifiziert. Da heißt es nämlich, eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Also hier wird Gabriel, dieser große Engel Gabriel, als ein Mann beschrieben, der aber natürlich fliegen kann. Es geht ja nicht um einen wirklichen physischen Menschen hier, aber es geht um einen Engel, der aber scheinbar die Gestalt eines Mannes hat. Nun, von diesem Gabriel wird uns Folgendes gesagt im Lukas-Evangelium, im Bericht des Lukas, in Kapitel 1, Lukas Kapitel 1 und in Vers 19. Lukas Kapitel 1 und Vers 19. Das ist der Engel, der dem Zacharias erscheint, um ihm die Geburt Johannes des Täufers anzukündigen. Der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Wobei der Zacharias nicht geglaubt hatte, wurde er zunächst einmal stumm und blieb dann stumm, bis Johannes der Täufer geboren wurde. Also hier ist Gabriel,
der steht vor Gott. Der wird von Gott scheinbar gesandt als der Hauptbotschafter mit wichtigen Botschaften. Wir lesen auch eine weitere Botschaft, die Gabriel brachte, in Vers 26 im gleichen Kapitel, die an Maria erging. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, einem Manne mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und dann wird natürlich Maria verkündigt, dass sie Jesus Christus gebären würde. Wie gesagt, die Bedeutung von Erzengel ist unter anderem auch die des Hauptbotschafters. Und da also Gabriel ja auch ein Hauptbotschafter ist, ist die Vermutung naheliegend, dass auch er ein Erzengel ist. Aber wie gesagt, es wird nicht ausdrücklich in der Bibel erwähnt, aber die Tradition besagt eben, dass er einer ist. Nun, in 1. Thessalonicher Kapitel 4, richtig übersetzt, wird stark angedeutet, dass es mehr als nur einen Erzengel gibt. Und das ergibt sich ja bereits auch schon daraus, dass Michael, der gerne ein Erzengel ist, als einer der ersten der Engelfürsten erwähnt wird. Aber in 1. Thessalonicher Kapitel 4 wird etwas Interessantes gesagt, nur wird das leider bei Luther nicht so ausgedrückt. Bei Luther heißt es nämlich wie folgt, 1. Thessalonicher Kapitel 4 und in Vers 16, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Also Luther und auch viele andere Übersetzungen haben hier die Stimme des Erzengels. Aber im Hebräischen, oder vielmehr im Griechischen hier, heißt es wörtlich die Stimme eines Erzengels. Und die Zürcher Bibel hat dies auch so übersetzt. Und da eben von der Stimme eines Erzengels gesprochen wird, zeigt dies uns, dass es eben scheinbar mehr als nur einen Erzengel gibt, obwohl namentlich nur Michael erwähnt wird als ein Erzengel. Nun gibt es eine weitere Kategorie von sehr mächtigen Engeln, und die werden in der Bibel Seraphim genannt. Die werden eigentlich nur einmal erwähnt, buchstäblich zumindest, und zwar finden wir die Erwähnung im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 6, Jesaja Kapitel 6, und lesen wir etwas über diese Seraphim in Vers 2. Jesaja Kapitel 6 und Vers 2. Angefangen in Vers 1, um den Zusammenhang zu sehen. Jesaja sagt, in dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Thron sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, oder sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und dann lesen wir in Vers 4, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Also das waren scheinbar sehr mächtige Engelwesen. Wir lesen auch in Vers 6, da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Nun, diese Stelle scheint in gewisser Weise anzudeuten, dass diese Seraphim wie Menschen aussehen. Es wird nämlich von dem Antlitz gesprochen, Füßen, einer Hand und so weiter. Aber das muss nicht unbedingt der Fall sein. Denn im Hebräischen ist das Wort für Seraphim das Wort Sarap, S-A-R-A-P-H. Und interessanterweise wird dieses Wort durchgehend gebraucht, allerdings nicht auf Engel sich beziehend, aber wenn es sonst gebraucht wird, im Hinblick auf furchterregende Drachen oder Schlangen. Lesen wir zum Beispiel Jesaja Kapitel 14. Das gleiche Buch, das hier eben auch von den Seraphim geredet hat. Jesaja Kapitel 14 und Vers 29.
Freue dich nicht, ganz Philisterland, dass der Stock, der dich schlug, zerbrochen ist. Denn aus der Wurzel der Schlange wird eine giftige Natter kommen, und ihre Frucht wird ein feuriger, fliegender Drache sein. Das Wort hier ist das hebräische Wort Sarab für feuriger, fliegender Drache. Wir lesen auch eine weitere Stelle in Jesaja Kapitel 30 und in Vers 6. Jesaja Kapitel 30 und Vers 6. Dies ist die Last für die Tiere des Südlandes, im Lande der Trübsal und Angst, wo Löwe und Löwen, wo Ottern und feurige, fliegende Drachen sind. Da führen sie ihre Habe auf dem Rücken von Eseln und ihre Schätze auf dem Höcker von Kamelen zu dem Volk, das ihnen nichts nützen kann. Auch hier wiederum das Wort Sarab mit einem feurigen, fliegenden Drachen gleichgesetzt. Nun, Rienikers Kommentar zur Bibel hat etwas Interessantes hierzu zu sagen. Und zwar ist dieses Buch, dieses Lexikon, aus dem ich hin und wieder zitiere. Da steht nämlich Folgendes unter dem Wort Schlange. Und es geht hier jetzt um das Wort Sarab, das hebräische Wort Sarab. Und er schreibt zunächst einmal unter dem Stichwort Seraphim, dass sie menschengestaltig dargestellt werden. Und er bezieht sich hier auf diese Stelle im Jesaja-Buch. Aber dann schreibt er, stellen wir Jesaja 14, 29 und Kapitel 30, Vers 6, die Stellen, die wir gerade gelesen haben, dagegen, wo fliegende Seraphim, Plural von Sarab, erwähnt werden, ebenso Jesaja 6, wo das Wort die sechsflügeligen Wesen über dem Thron Gottes bezeichnet, weisen über die Vorstellung einer gewöhnlichen Schlange hinaus auf die eines vielleicht drachenähnlichen Wesens. Also wenn man sich das so anschaut, dann ist es keineswegs klar, wie die Seraphim eigentlich aussehen. Die Bibel sagt uns nur, dass sie sechs Flügel haben und dass sie ein Antlitz haben und Füße und Hände. Aber scheinbar sind die sehr gewaltige Engelwesen, auf die die Bibel nachher dann im Hinblick auf die Gewalt der Engelwesen noch näher eingehen wird. Und dann gibt es natürlich als eine dritte Kategorie der Engel die vielleicht bekanntesten, die Cherubim oder die Cherubs oder den Cherub. Und das ist eben das Gräuliche an der Sache, dass in diesen Gemälden diese Cherubs oder Cherubim so als kleine, pausbäckige, nackte Babys dargestellt werden, die da so in der Gegend herumfliegen mit Posaunen. Das ist absolut nicht die Art und Weise, wie Gott die Engel beschreibt. Wörtlich bedeutet der Name Cherub oder Cherubim, die festgehalten werden. Und es bezieht sich hier eigentlich auf die enge Beziehung, den engen Kontakt, den diese Cherubim mit Gott haben. Zunächst einmal schauen wir uns 1. Buch Mose 3 an, das ist die erste Stelle, wo die Cherubim erwähnt werden. 1. Buch Mose Kapitel 3 und in Vers 24. Es geht hier um den Zeitpunkt, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, dass sie eben nicht mehr vom Baum des Lebens essen können, von dem sie eben nicht gegessen hatten. Die hatten ja vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen, von dem Gott gesagt hatte, davon sollten sie nicht essen. Vers 24, und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Also diese Cherubim werden hier erwähnt, dass sie den Weg zum Baum des Lebens bewachen würden mit blitzenden Schwertern. Wir finden eine weitere interessante Aussage in den Psalmen, im Psalm 99, Psalm 99, und lesen wir Vers 1, Psalm 99 und in Vers 1. Der Herr ist König, darum zittern die Völker, er sitzt über den Cherubim, darum bebt die Welt. Und nicht nur sitzt er über den Cherubim, sondern schauen wir uns an, wie genau er über denen sitzt. Im Psalm 18, und in Vers 11, also hier zunächst einmal im Buch Jesaja hatten wir gesehen, dass Gott zusammen mit den Seraphim erscheint, aber hier wird etwas deutlich gesagt über die Cherubim, eine andere Kategorie von Engeln. Das ist ja nicht die gleiche Kategorie wie die Seraphim. Im Psalm 18 und Vers 1, da heißt es,
oder vielmehr Psalm 18 und Vers 11. Entschuldigen Sie bitte. Psalm 18 und Vers 11. Da heißt es, er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Fittichen des Windes. Und wie wir aus dem Buch Hesekiel auch noch sehen werden, sind es die Cherubim, die den Thron Gottes tragen, auf dem Gott sitzt, wenn Gott irgendwo erscheinen will. Zumindest ist es eine Art und Weise, wie dies geschehen kann. Nun, wir lesen auch, dass Mose dazu aufgefordert wurde von Gott, als er die Stiftshütte baute, dies im Hinblick auf die Cherubim zu tun. Mit anderen Worten, die Cherubim auch darzustellen. Und lesen wir dies im zweiten Buch Mose, Kapitel 25. Und er wusste, wie die Cherubim aussahen. Denn Gott hatte ihm ja genau gezeigt, wie er die Stiftshütte und alle die anderen Artikel, die in der Stiftshütte sein würden, bauen sollte. Vers 18. Da lesen wir, und du sollst zwei Cherubim machen, aus getriegenem Golde an beiden Enden des Gnadenthrones. Vers 20. Und die Cherubim sollen ihre Flügel, also hier wird uns jetzt gesagt, dass die Flügel haben, nach oben ausbreiten, dass sie mit ihren Flügeln den Gnadenthron bedecken und eines jeden Antlitz gegen das des anderen stehe. Und ihr Antlitz soll zum Gnadenthron gerichtet sein. Vers 22. Dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Und wir lesen auch, dass der Vorhang der Stiftshütte Cherubim beinhalten sollte. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 26, lesen wir Vers 31. Zweiten Buch Mose, Kapitel 26 und Vers 31. Du sollst einen Vorhang machen aus blauem und rotem Purpur, Scharlach und gezwirnter feiner Leinwand und sollst Cherubim einweben in kunstreicher Arbeit. Und dann lesen wir sogar, als später Salomo den Tempel baute, dass da auch Cherubim eine Rolle spielen sollten. Im ersten Buch Könige, Kapitel 6 und in Vers 29. Ersten Buch Könige, Kapitel 6 und in Vers 29. An allen Wänden des Allerheiligsten ließ er ringsum Schnitzwerk machen von Cherubim, Palmen und Blumenwerk innen und außen. Und auch im siebten Kapitel im ersten Buch Könige und in Vers 29. Und an den Seiten zwischen den Leisten waren Löwen, Rinder und Cherubim. Und ebenso auf den Leisten und oberhalb und unterhalb der Löwen und Rinder waren herabhängende Kränze. Nun, ein sehr mächtiger Engel ist im Buch Hesekiel beschrieben, im 28. Kapitel. Hesekiel Kapitel 28, die Verse 14 bis 16. Hesekiel Kapitel 28, die Verse 14 bis 16. Da wird deutlich gesagt, du warst ein glänzender, schirmender Cherub. Und auf den heiligen Berg hatte ich dich gesetzt, ein Gott warst du und wandeltest mitten der feurigen Steine. Du warst ohne Tadel, Vers 15, in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Also hier ist ein Cherub, der geschaffen wurde. Natürlich wurde er geschaffen, denn alle Engel sind ja erschaffen worden. Vers 16. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Und da verstieß ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du schirmender Cherub, hinweg aus der Mitte der feurigen Steine. Es geht natürlich um Satan, den Teufel, der ursprünglich Luzifer war. Sie können sich das nachher in Jesaja Kapitel 14 und Vers 12 anschauen, wo er als Luzifer identifiziert wird. Er wurde zu Satan, aber wie wir sehen hier, ist er ein Cherub. Satan wurde als ein Cherub erschaffen. Ein schirmender Cherub, wie damals auch die Cherubim die Bundeslade mit ihren Flügeln beschirmen sollten. Das gibt Ihnen vielleicht schon einen gewissen Einblick in das wahre Aussehen von Satans. Aber wir haben gar nicht über das wahre Aussehen der Cherubim bislang gesprochen. Das behalte ich mir für die nächste Sendung vor. Denn da gibt es noch sehr viel mehr zu sagen. Im Hesekiel-Buch im ersten Kapitel und im zehnten Kapitel, da werden nämlich mehrere Cherubim beschrieben.
und ihr Aussehen wird dort beschrieben. Und die sehen ganz, ganz anders aus, als sich das die meisten Menschen heute vorstellen. Es verbleiben noch drei weitere Kategorien, auf die ich dann in der nächsten Sendung eingehen möchte, die also namentlich erwähnt werden. Und auch da wird es sehr große Überraschungen geben, denn wir werden zeigen, dass es keine Menschen gibt, die im Himmel leben, aber dass die, die im Himmel leben, in der Tat Engelwesen, Geisteswesen sind. Und dann werden wir uns auch weiter beschäftigen mit der sehr besonders wichtigen Ermahnung, sich nicht auf die Geistwelt einlassen zu wollen, und werden uns dann mit dem näheren Aussehen der Engel befassen und werden dann in künftigen Sendungen auch über die Funktion und die Rolle sprechen, die die Engel heute auch sogar für uns haben. Ich bedanke mich für heute für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für ein Bibelstudium der Kirche des ewigen Gottes.